Tom? Was? Der Max kommt da eigentlich alleine? Der Max allein? Du bist ja lustig. Ja. Ich frage mich, wo der seine Frauengänge aufreisst. Der ist Oberarzt. Im Spital gibt es gegen Patientinnen, die sich dankbarer weisen. Ja, ja. Und glaub ja nicht, ich habe es nicht gemerkt. Was? Wie du seine Wochenendbegleiterinnen mit deinen Blicken gegen fast abziehst. Ich? Abziehen? Thomas, sagst du da? Ja, nach was sieht es aus? Hey! Ist es mitten am Tag? Ja, dann nimm es als Mittag. Ich werde beobachtet. Von? Vom Leo, dem Giftmischer. Na und? Thomas, ich glaube, ich habe mich in die Afra verliebt. Ja, es ist eine Urgewalt. Ich meine es ernst. Ich kann dich gut verstehen. Nein, du verstehst mich nicht. Ich liebe sie. Ich will nicht, dass sie heiratet. Du bist dran. Ich habe noch nie so etwas gespürt. Schach? Sie ist vergeben. Sehr aggressiv. Die lernt schnell. Er ist ein arroganter Sack. Masi, aber morgen ist die Frau Sack. Auf mich. Auf all die niedischen Professoren und ihre langweiligen Ehefrauen. Und auf euch! Nichts passiert! Eine Pistole. Ich habe die gefunden. Ich bin einfach so rumgelegen. Und plötzlich ist sie los. Oha, pass auf! Wir langen keine fremde Pistole an! Hätten sie nicht selber rumliegen? Die ist noch von meinem Grossvater. Du hast sie geladen rumliegen? Hey, es ist ja nichts passiert. Es ist das allererste Mal, wenn man einen Schuss zu früh ab ist. Küss mich. Was machst du? Ich will dich. Jetzt? Wir haben Gäste. Ja. Um das geht's. Es ist gefährlich. Was machst du? Du bekommst wieder eine Blasenentzündung. Komm auf den Tisch. Ich will jetzt. Kannst du dir nicht auch Liebe ohne Sex geben? Ach, das sind doch zwei ganz verschiedene Sachen. Findest du? Ja, Sex löst Spannungen, die Liebe verursacht sie. Wir brauchen elektroplasmatische Schwingungen. Kommt, gebt euch alle eure Zombies, oder? Weil da hört es dann bei mir auf. Nein, ja. Versucht euch alle auf die Kugel zu konzentrieren. Bist du nicht für die Affenstärke? Ich? Hast du gesehen, wie du es anschaust? Ich will nicht aus Liebe sterben. Ich bin kein Romantiker, ich arbeite auf der Bank. Und du hast sie nicht zum Steg gebracht, wie abgemacht. Ich habe es probiert. Du hast sie geküsst. Nein, ich habe sie angehustet. Aber warum wirst du so rot, wenn wir vorher reden? Zack! Säckelt ihr ins Haus, holt die Pistole und geht mit in den Wald. Und Doris hasset zurück in ihr Zimmer. Man muss nicht beim Bundesamt für Gesundheit arbeiten, für zu wissen, dass am Leo seine Eifersucht gekreuzt mit der Feuerkraft vor der Pistole für die Gesundheit von Max nicht förderlich wird sein. Aber der ahnt von all dem noch nichts und wartet am Steg nervös auf die Afra. Aber er ist nicht der Einzige, der mit ihr reden will. Und Action!